Servus Leute und herzlich willkommen bei Bushiwood. Ich baue mal wieder was Tolles und zwar diesmal ein Vogelhaus. Und zwar mache ich das mit Baumarktmaterialien, das heißt mit Brettern und mit Terrassendielen, die ihr auch im Baumarkt bekommt. So, schaut mal hier, das sind die Baumarktdielen. Die habe ich jetzt im Baumarkt gekauft, wo auch ein Biber zu sehen ist. Ja, das sind jetzt vom Maß her, weiß nicht, ob man das erkennen kann, wahrscheinlich nicht. So ist vielleicht besser, 8,20 mal 14,5 mal 2 Meter, weil die habe ich gut ins Auto gekriegt und die konnte ich gut transportieren. Das ist jetzt hier auch Lärche. Lärche macht Sinn, man könnte vielleicht auch Douglasie nehmen, musste man mal ausprobieren, aber da gefällt mir persönlich diese rötliche Färbung nicht so sehr, gerade für ein Vogelhaus. So, schaut mal, was habe ich bisher gemacht? Ich habe also aus einem von den Dielenbrettern habe ich mir jetzt hier schon mal solche Holzleisten gesägt. Die Leisten sollten quadratisch sein, das heißt, ihr nehmt halt einfach die Dicke von eurer Diele, je nachdem von eurem Dielenbrett, was ihr jetzt kauft. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine 28 gehabt und macht ihr also quasi 28 mal 28 und dann sägt ihr euch was zu. Und zwar von den Maßen her habe ich das jetzt so gemacht. Die hier oben sind 36, die sind 29,5, die sind 12 und die sind 9, wobei die 9 muss ich, glaube ich, noch mal überarbeiten, die müssen noch ein bisschen kürzer werden. Warum? Ich zeige euch mal meine Zeichnung dazu. Das Ganze soll dann so aussehen. Die werden dann miteinander verleimt. Warum habe ich die gestrichen? Ich habe am Anfang geplant mit 2 cm Dicke, aber es gab dann eben nur 2,8 cm Dicke von den Dielen. Also spare ich mir einfach die zwei untersten Lagen quasi und fange an mit einer kurzen, mit einer langen. Ich will euch das mal kurz zeigen. Da kommt quasi kurz und lang. So. Und dann wieder kurz, ne, dann muss man natürlich auch eine kurze nehmen, dann wieder lang, dann kommt hier wieder eine kurze, sorry, und dann kommt hier eine von den langen. So, und das Ganze auf der anderen Seite logischerweise auch, dann hat man quasi eine Wand, eine Seitenwand von dem Vogelhaus. Hier logischerweise ist dann in der Mitte der Durchgang. Die beiden werden dann also wenn das jetzt die Front wäre, wird das jetzt mit der Seitenwand kombiniert. Die Seitenwand ist dann quasi, fängt dann unten genau andersrum an. Die ist dann also, das geht dann also quasi so los. Ja, und dann kann man das super, super so quasi ineinander schieben. Ne? Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Wenn nicht, ihr werdet es dann später sehen. Was ich jetzt als nächsten Schritt mache ist, damit das eben hier nicht so glatt aussieht, ne, so wie jetzt, werde ich das so wie hier, die 45 Grad, hier kann man es so wahrscheinlich etwas besser sehen, die 45 Grad rundherum anfasen, damit man auch so ein bisschen den Unterschied sieht. Das sieht dann halt wahrscheinlich schicker aus. Habe ich in einem anderen YouTube-Video gesehen, das will ich auch nicht verhehlen. Ich werde es halt einfach probieren. Ihr müsst eben gucken bei der Dicke. Wenn ihr jetzt die Dicke wählt, ja, wenn man das jetzt hier so sieht und ihr habt jetzt, so den Unterschied, dann kommt das ja quasi hier so dann als Seitenwand dran und da macht es Sinn, dass man hier an der Stelle ungefähr einen halben Zentimeter Überstand hat, ja. Hier einen halben und nach unten quasi einen halben, dann sieht das halt auch richtig cool aus. Wenn du das glatt hast und plan hast, ja, wenn das also quasi hier ein Stückchen drin wäre
und das hier dann plan abschließt, quasi so, dann sieht es von der Seite, dann sieht es zwar auch gut aus, aber irgendwie nicht so richtig wie ein Vogelhaus. Also deswegen macht es halt wirklich so einen halben Zentimeter drüber. Das müsst ihr dann eben einfach berechnen und aufpassen, je nach Dicke. Demzufolge müsst ihr quasi die zweite dann entsprechend anpassen. Ja, das ist ja quasi die 36 minus quasi die Dicke minus 1 cm minus nochmal die Dicke. Und dann habt ihr das Maß von der kürzeren. Und die, wie gesagt, die habe ich jetzt 12 und 9 gemacht. Und habe damit 3 cm Abstand, was natürlich nicht hinhaut. Ne? Deswegen muss ich die 9er nochmal schneiden, damit ich hier eben nicht nur 2, weil wenn hier jetzt oben eine 2,8 oben drauf kommt, habe ich ja hier nur 0,2 Überstand. Ich will ja aber 0,5 haben, also muss ich die 9er noch ein bisschen kürzen. Das werde ich jetzt erstmal tun und dann, wie gesagt, phasen und dann über die Tischfräse. Da habe ich mir auch hier so ein noch so ein schnell so ein Brett gebaut hier quasi. Das ist ja eigentlich eine Oberfräse, ja, das ist ja eigentlich quasi eine Oberfräse, so, das sieht man eigentlich, ne, und habe dann mir das Maß genommen hier von meiner Tischkreissäge, habe mir dann ein Brett zurechtgesägt, ne? Das sieht dann so aus. Habe dann hier links und rechts quasi für mich, für meinen Tischkreissäge macht das Sinn, dann so einen Anschlag gemacht, damit es sozusagen nicht so wackeln kann und nicht so wackeln kann, das Brett. Das wollen wir ja nicht. Also die Stangen, die wir eben gesehen haben, die liegen dann quasi hier. Und damit ich eine Höhe habe mit dem Tisch, damit ich hier dann sozusagen nicht irgendwie so kippel oder so kippel, habe ich dann hier noch so ein bisschen Sperrholz, was ich da noch irgendwo habe liegen. Was? Ja, ne? Was da noch da war, habe ich dann einfach hier das Sperrholz dann quasi oben drauf geschraubt, sodass jetzt das im Gesamten quasi dann so aussieht, sodass ich dann meine Leisten hier lang führen kann und die dann hier mit dem Fräskopf quasi die 45 Grad angefasst wird. Mache ich es mit dem Lochkreisschneider ausgeschnitten, wie man sieht. Bei dem Brett hier habe ich erst so ein bisschen rumgefummelt, ne? Also so ein Lochkreis zu schneiden und das auf der Kante anzusetzen, macht keinen Sinn. Das heißt, ich habe ein ganzes Brett gehabt, habe dann ein Loch geschnitten und habe dann die Mitte ausgemessen von dem Loch, habe es mir hier aufgezeichnet, wo quasi das Brett auch liegen muss und habe es dann quasi verschraubt, geklebt und verschraubt. Ne? Also erst das Loch, dann die Mitte, sonst funktioniert es nicht. Und hier richtet es genau aus. Ich habe das sozusagen auch den Fräskopf quasi so gedreht, dass man ihn gut sehen kann. Bin dann hier reingegangen. Weiß nicht, ob man das jetzt so wirklich sieht. Na doch, so ein bisschen sieht man es. Habe dann eben geguckt, dass dann hier die 45 Grad Phase auch zu sehen ist. Und dann kann man es auch machen. Geht bestimmt auch besser und einfacher. Gibt es wahrscheinlich wieder zig schlaue Leute, die hier tolle Tipps haben und Tricks haben. Ja, ich habe es mit meinen bescheidenen Mitteln eben so hingekriegt, dann schafft ihr das auch. Jo Leute, so sieht mein professioneller Oberfrästisch aus mit Profi-Absauganlage. Also ihr seht, da gehört nicht viel dazu. Das ist alles nicht so schwierig und kein riesen Hexenwerk. Hauptsache es funktioniert. Ne? Auch hier unten. Ach scheiße, das ist ein bisschen dunkel. Warte mal. Tada. Das ist ja hier kein Dauerschalter, sondern nur, den muss man gedrückt halten. Ja, eine Schraubzwinge dran und dann funktioniert es auch. Ne? Und wie gut es geht, habe ich jetzt hier schon mal mit einem Probestück durchgeführt. Ne, man sieht, die Kante ist super gerade. Ja, da sieht man auch, hat eine schöne Breite, gefällt mir gut. Das heißt, der Abstand passt auch. Ja,
kann ich also nach dem Probestück jetzt meine Werkstücke durchrocken. So Leute, schaut mal, ging ganz schnell, echt. Also ich habe vielleicht 5 Minuten jetzt gebraucht für die paar Hölzer. Ich bin echt froh, dass ich den Staubsauger angeschlossen habe, weil da ist doch schon einiges weggegangen. Aber ja, ist natürlich keine professionelle Absaugung, ne, wie man es hier sieht, aber es ist okay. So, ansonsten sieht man die, sind die Hölzer jetzt alle gefasst. Ne, man sieht es hier, glaube ich, ganz gut, dass die jetzt quasi hier alle eine 45-Grad-Phase rundherum haben, sodass ich die jetzt sozusagen nur kurz anschleife, also wirklich nur ganz kleines bisschen. Ich überlege mir, ob ich die einmal über den Bandschleifer ziehe oder ob ich die ganzen gar nur mit dem Schleifpapier mache. Ich will das jetzt nicht alles rund gelutscht haben. Von daher muss es wirklich nur ganz fein sein. Es geht wirklich nur um den Grat. Ne? Es gibt ja so manchmal so, ja, auch von dem Fräsen so ein paar, so wie so Schläge. Die kann man vielleicht noch mal kurz anschleifen. Also jetzt keinen riesen Akt draus machen. Es ist ja auch nur ein Vogelhaus, gell? So, moin. Also ich habe hier zweimal drüber, nee, also sozusagen von jeder Seite zweimal drüber. Und was ich auch gemacht habe, hier sieht man es vielleicht ein bisschen, ich habe auch hier die Kanten quasi ganz leicht einmal so drauf gehalten, so. Das hat den Vorteil, dass man hier diese Schnittkanten, die man hier sonst so sieht, dann quasi nicht mehr sieht. So, als nächsten Schritt kommt das Verkleben. Wie machen wir das? Ich habe mir jetzt hier irgendeinen alten industriellen, keine Ahnung was das war, von irgendeinem Möbelstück so ein Teil genommen, was halt hier so einen schönen 90 Grad Winkel hat. Dann legen wir uns die Teile so hin, wie wir sie brauchen, kippen sie einmal weg von uns, also suchen uns die schöne Seite aus und kippen die schöne Seite, das ist jetzt die hier, kippen die einmal weg, damit wir, wenn wir hier einleimen, die dann nur noch rumkippen brauchen und dann das Ganze runterschieben. Baut euch auch noch ein paar kleine Schablonen, so wie hier. Die ist dann dafür da, dass man hier sozusagen in der Mitte einen Anschlag hat und hier drüben einen Anschlag hat, weil die werdet ihr brauchen. Also hier sozusagen der Außenanschlag, nenne ich ihn mal, der muss ein bisschen größer sein und der Innenanschlag kleiner, damit er hier in das Loch passt. Das werdet ihr dann am Ende, das werdet ihr brauchen, damit ihr die kurzen quasi, wenn man das jetzt hier mal so anlegt und die langen quasi hier bündig und hier bündig quasi abschließen, wisst ihr ja noch nicht so genau, wo muss ich jetzt die kurzen hinschieben. Logischerweise schiebt ihr die dann hier an diese Seite ran, damit man quasi hier eine saubere Kante hat. Ne? Weil das hier wird ja dann gefüllt und wird ja dann quasi verzahnt mit dem anderen Seitenteil. Okay, also geht es jetzt ans Verleimen. Ich werde jetzt in dem Fall, also die letzte, das ist schon die schöne Seite, die schöne Seite zeigt nach oben und nach außen, die müsste man natürlich nicht kippen, weil ja hier unten drunter kein Leim kommt. Ich werde jetzt also hier überall oben drauf Leim machen, natürlich wasserfest, weil es ist ja ein Vogelhaus, ne? Und das Vogelhaus steht draußen. Wenn ihr natürlich euer Vogelhaus für eure eigene persönliche Kopfmeise braucht, dann könnt ihr es natürlich auch drinnen aufstellen und braucht keinen wasserfesten Kleber. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Von daher wasserfesten Kleber oder wasserfesten Leim nehmen. Ja, das ist erstmal das. Ach so, was ich machen werde, ist, ich werde es nicht zwingen. Ich werde keine mit der Schraubzwinge nicht zwingen, weil ich Angst habe, wenn ich das hier sehr fest zwingen würde, dass hier der Abstand zu eng ist und ich dann sozusagen, wenn ich dann später, sage ich jetzt mal, das nächste hier dann einführen will, ein Problem habe, wenn das sehr fest ist, dass ich das dann nicht reinkriege und dass ich dann übelst würgen muss oder vielleicht hier anfange, dann irgendwie an dem geklebten Überständen noch irgendwie rumzufeilen. Da habe ich keinen Bock drauf. Also klebe ich das ohne Zwingen. Das hält trotzdem. Da kann man ja später noch mal irgendwie ein paar Nägel von unten und von oben ein paar kurze reinmachen. Wenn die dann verzahnt sind, dann sollte das auch funktionieren. Okay, ich zeige euch das gleich, wie das aussieht, wenn sozusagen eine Seite fertig ist. Und dann, ja,
Jo Leute, schaut mal, nachdem ich jetzt die Seiten alle fertig gemacht, geklebt habe und zusammengesetzt habe, ne, ihr seht hier unten die lange, hier seht ihr, also hier seht ihr unten die lange Kante und hier ist die kurze, ne? Und die passen quasi dann so zusammen. Ich habe die hinten noch mit so ein paar Leisten fixiert. Ich habe jetzt hier überall eine Schraube reingemacht und hier habe ich jetzt nicht überall eine Schraube reingemacht. Das könnt ihr halt machen, wie ihr wollt. Ich finde es halt einfach nochmal ein bisschen sicherer, um dem Ganzen sozusagen ein bisschen mehr Halt und Stabilität zu geben. Ja? So, als nächstes werde ich jetzt hier oben noch senkrecht ein paar dünne Nägelchen reinhauen, von oben und von unten, dass ich das quasi nicht mehr so in sich verwinden kann und sich verdrehen kann. Ja? Und dann kommt das Ganze, während der Trocknungsphase habe ich hier nämlich den Boden gebaut, habe hier einfach quasi die Breite genommen, das sind ja 14,5, habe vier Bretter gemacht, 4 x 14, 15, 58, habe also auch in der Länge 58 abgemessen und habe die quasi zugesägt und ihr seht es hier, und unten ganz normal mit so ein paar Restleisten verschraubt. Macht es beim Verschrauben auch so ein bisschen wie eine Terrasse, nämlich zwei Schrauben pro Brett. Ja, also hier ist das Brett, zwei Schrauben, dass sich das Brett nicht sozusagen schüsselt. Das Ganze in der Mitte auf jeden Fall mit zweien. Ich habe jetzt hier sozusagen nur eine gemacht an den Außenkanten. Das kann natürlich passieren, dass die Seite sich ein bisschen nach unten Schüssel dadurch, aber ja, finde ich jetzt von der Optik her, fände ich das jetzt nicht so schlimm, wenn das passieren würde. Würde der Stabilität jetzt nichts passieren. Ja, vielleicht macht ihr es anders und macht die Leiste bis nach vorne und bis nach hinten. Habt dann aber hier, sage ich jetzt mal, ein optisches Problem, weil wenn man von hier drauf guckt, sieht man dann hier die Leiste so sehr. Das hatte mir nicht gefallen. Also da müsste man sich noch irgendwas einfallen lassen, vielleicht noch eine Blende dann davor setzen oder so, dass das nicht so komisch aussieht. Ich habe es mir gespart, keine Ahnung. Es soll ja jetzt auch nicht 500 Jahre halten. Es reicht, wenn es 20 Jahre hält oder 10, keine Ahnung. Ja, da wird das Haus dann draufgeschraubt. Nächste Step sind, wie gesagt, jetzt hier die Nägel reinzuhauen. Und dann kommt das Dach. Dazu ja, muss ich halt nur mal überlegen, wie ich hier so ein Dreieck ausschneide und auf der anderen Seite auch. Und wenn ich das dann fertig habe, zeige ich euch das, wie das geht. Moin Leute, Servus, willkommen zu Tag 2 vom Vogelhaus. Ich wollte euch nur mal so den Stand von gestern nach ungefähr 7 Stunden nochmal zeigen. Dazu drehe ich jetzt gleich nochmal die Kamera um und erkläre euch auch gleich, wie es weitergeht. So, ihr seht hier schon mal das Dach. Ihr wisst ja, ich habe einfach Terrassendielen genommen und ich habe quasi zwei Dielen zusammengeleimt. Habe logischerweise die glatte Seite nach oben gemacht, habe das gezwingt, geleimt und dann einfach nochmal hier, wie ihr gerade gesehen habt, mit den Leisten verstärkt. Jetzt wird das Ganze, das Dach gefasst, 45 Grad. Mehr kann meine Säge nicht. Das heißt also, eigentlich wäre es besser, einen etwas stumpferen Winkel zu haben, damit das Dach flacher wird. Ich kann aber maximal nur 45 Grad bei der Säge. Wenn ihr also die Chance habt, dort eine andere Phase zu machen, ja, vielleicht muss ich es, oder ich muss es einfach umdrehen. Dann könnte man es auch etwas stumpfer machen. Ja, klar, logischerweise. Ja, muss ich vielleicht beim nächsten Vogelhaus. Ne? Und hier sage ich jetzt mal schon mal, das Vogelhaus, soweit ist es schon mal fertig. Ich habe jetzt also hier, ihr seht es auch hier wieder, eine komplette Diele hier wieder was oben drauf geleimt und das Ganze dann bei 45 Grad abgesägt. Ich habe dazu parallel noch die Grundplatte gebaut. Das habe ich, glaube ich, aber schon erzählt. Von daher, ja, was meine Lessons learned ist, ich würde wahrscheinlich das nächste Mal, also das Dach quasi mit dem Boden
Also verbinden, ich würde also hier die Leisten das nächste Mal einfach ein bisschen länger machen, so dass ich hier auch noch mal quasi den Halt herstelle. Das heißt, das wäre ist meine Lessons learned, dass man die Seiten, wo die, hier kann ich es vielleicht besser zeigen, wo die obere Stange bis zum Ende geht. Ja, also nicht auf der Seite, hier geht es ja nicht bis zum Ende, ne? Hier stößt sie ja dann dran, sondern die Seite, wo man oben diese lange Leiste hat, da setzt man ja quasi das Dreieck drauf und dort würde ich, glaube ich, das nächste Mal hier diesen Verbinder, das ist ja hier quasi analog, einfach länger lassen, damit ich das hier quasi noch miteinander verschrauben kann. Wie habe ich es befestigt? Aktuell, man sieht es hier, quillt es noch schön raus, ist der Kleber dran. Und ich habe hier einen Nagel reingehauen, ne? Weil hier muss ja dann noch das Dach drüber. Ist hell, das ist kein Problem, der Kleber ist stark genug. Und mit den Nägeln hält das, glaube ich, auch ganz gut. Aber man hat natürlich diese Kippbewegung, die fängt man natürlich nicht auf. Nun ist es ein Vogelhaus, okay. Aber das wäre meine Lessons learned, wie ich es beim nächsten Mal anders machen würde. Also ich würde dann sozusagen erst die komplette Seite machen und die komplette Seite und erst dann alles zusammenfügen. Ich habe übrigens auch hier, was ich auch vergessen habe, gut, dann könnte ich hier natürlich keinen Nagel mehr reinmachen. Hier habe ich ja jetzt einen Nagel drin, von unten und von oben. Und was ich auch vergessen habe, ich habe hier dazwischen nicht geleimt. Also man könnte auch hier die Teile überall auch nochmal zusammenleimen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, ja, hier an den Stellen. Ich sage euch auch, warum ich es nicht gemacht habe, also bewusst nicht gemacht habe, weil ich einfach wusste, dass wenn ich das mache, ist hier extrem viel Arbeit durch diesen falschen Leim, den ich gewählt habe. Dadurch, dass ich diesen PU-Schaum habe, der ja dann aufquillt und durch das Aufquillen hat man immer diese unschönen Ecken, wo der Kleber dann hier so rausguckt und das muss man dann nacharbeiten, damit es wieder schön aussieht. Innen ist es egal, aber außen muss man es halt entsprechend nacharbeiten. Und das wollte ich mir bei den vier Fitzelecken einfach auch sparen. Okay, also dann, wie gesagt, jetzt werde ich das anfasen, das Dach zusammensetzen, das Dach zusammenleimen und dann wird es hier drauf geschraubt. Dann kommen noch Verzierungen dran, dann wird das Haus noch auf die Grundplatte geschraubt, weil im Moment, ne, ist es ja lose. Und dann sind wir eigentlich fertig. So aus meiner Sicht. Und dann muss ich mir noch überlegen, ob ich dann vielleicht noch irgendwie lustige Verzierung mache. Hier irgendwie so ein bisschen so einen Gartenzaun noch hinmache, so auf der Ecke. Da fliegt ja sowieso kein Vogel hin. Irgendwie so mal gucken, wie es dann erstmal aussieht. Und dann kann ich mir noch überlegen, wie ich Verzierung mache. Habe übrigens auch hier schon mal angefangen, so ein paar Leisten zu sägen. Das ging eigentlich ganz gut. Die könnte man dann hier zum Beispiel noch so als Verkleidung davor machen. Dann sieht es so ein bisschen aus wie so ein Ast, wie so ein Baumloch, wo man reinfliegt, so als Vogel. Vielleicht so, dass man diese Schnittkanten nicht mehr so sieht. Irgendwie sowas. Ich lasse mir da noch was einfallen. Dann nehme ich euch dann mit auf die Reise. Hey, hier noch eine kleine Info. Wenn ihr das Dach zusammenleimen wollt, ne? Ihr habt das hier unten schön auf die 45 Grad gesägt. Das ist jetzt nicht ein Riesenakt. Dann legt ihr die sozusagen mit der schönen Seite nach oben und macht hier drüber ein Klebeband. Ich habe jetzt Malerkrepp genommen, ich hoffe, das reicht. Ansonsten muss ich nochmal ein anderes Klebeband nehmen. Und jetzt könnt ihr das quasi umdrehen, hier an den Innenseiten jeweils anleimen und ordentlich zusammendrücken. Weil dadurch, dass das Klebeband hier hinten ist, hält das dann natürlich auch sehr gut. Und ihr könnt das super quasi verleimen in der Position, dass euch das nicht verrutscht. Ne? Das so als kleinen Tipp. Ich glaube, ich mache hier trotzdem nochmal ordentliches Klebeband drüber, ein bisschen Gewebeklebeband. Weil ich glaube, das Malerkrepp hält nicht. Ne? Dafür ist ein bisschen zu viel Gewicht. Aber das nur so als Tipp, weil dadurch kriegt ihr den Stoß oben, die Kante richtig schön sauber miteinander verleimt. Okay? So, also kurzes Update, Dach ist jetzt drauf, ihr seht, ich habe das hier angeschraubt, ne, mit zwei Schrauben, ist jetzt kein großes Hexenwerk und habe auch einen kleinen Zaun gebaut, das war jetzt relativ einfach, ne? Ich habe jetzt also hier quasi wie so eine Art Grundleiste geschnitten, habe dann die Pfosten von unten angenagelt.
Habe dann das Sichtbrett quasi vorne drauf genagelt und dann hier mit der Grundplatte verschraubt. Was mir ganz gut gefällt, ist hier, sage ich jetzt mal, noch diese Leiste. Die macht das irgendwie optisch noch mal irgendwie ein bisschen cooler, weil das so auch so ein Verbund quasi darstellt hier. Und ich werde diese Leiste, also dann hier, wo die Lücken sind, werde ich jetzt noch durchziehen und auf der anderen Seite auch, damit das cooler ist. Als nächstes mache ich dann natürlich noch das Haus fest, weil im Moment ist es noch locker. Und dann muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen vom Dach her. So richtig gefällt mir das noch nicht. Hier oben ist noch die Lücke zu sehen. Wahrscheinlich werde ich da sozusagen noch mal so und so ein Brett sozusagen dagegen stoßen, dass das halt so ein bisschen zu ist. Da muss ich noch mal überlegen, ob ich hier vielleicht wartet mal hier, so die Leisten quasi hier nochmal so dran mache und das dann, also unten angefangen logischerweise, so abgeschlossen und dann halt die nächsten immer wieder oben drauf, das Ganze bis hoch und das dann quasi hier so überstehen lässt, irgendwie sowas, damit das nochmal ein bisschen wie ein Dach aussieht. Die ist jetzt natürlich zu kurz, die kann ich dafür nicht verwenden, aber die kann ich irgendwo hier mit einbauen. Genau, also das ist jetzt sozusagen der Plan. Ich denke, dann bin ich auch schon fast fertig. Ach so, was ich noch machen will, ist hier die Türleibung, das habe ich gesagt, dass ich die hier noch verschönere. Das mache ich auch alles, bevor ich dann das Haus festschraube. Servus, hier wieder ein kleines Update, ein neuer Zwischenstand. Ich habe jetzt sozusagen ein bisschen Shishi ans Haus gebracht. Ja, also wer das möchte und auch machen will, der kann jetzt weiter gucken. Sind ungefähr 7 Stunden Arbeit. Ich zeige euch auch gleich noch mal das Dach, was ich jetzt geplant habe und auch angefangen habe. Das ist aber noch nicht fertig. Da müssen also noch mal, muss man also noch mal wahrscheinlich noch mal so 2-3 Stunden noch mal oben drauf rechnen. Also ihr seht hier den Shishi. Ich habe also hier quasi die, ja, ich sag mal, Türleibung gemacht. Und zwar habe ich dazu einfach ein Dielenbrett genommen. So, das war mal ein langes, so quasi. Und habe das hier quasi einfach längs gesägt. Das ist jetzt eine nicht gesägte Seite. Und habe die dann quasi hier nochmal, also auf 2 cm Breite geschnitten und habe die dann hiermit auf Gärung gesägt und gezwingt und geklebt. Ich habe auch noch, das kann man vielleicht so besser sehen, hier die Leibung verkleidet mit Streifen. Ja, das sind Streifen, die habe ich quasi aus so einem Brett, aus einem Längsbrett, längs gesägt. Ja, längs gesägt. Er gibt dann quasi auch ein, so wie hier, ein Längsmuster und quergesägt ergibt diese Baumringe. Damit kriegt man letztendlich einen schönen, ja, auch ein bisschen so einen optischen Unterschied hin. Wenn das alles gleich ist, sieht das irgendwie vielleicht nicht so cool aus. So, ich habe also dann hier die längsgesägten langen Seiten logischerweise. Die machen mit der Baumseite wenig Sinn, weil die ja kurz sind, länger werden sie nicht. Habe dann hier also die Bretter verkleidet, hier die Türen verkleidet, die Leibung verkleidet, einmal rundrum quasi, ne, das sieht man auch hier und hier. Und jetzt geht es ans Dach. Ihr seht schon hier, ich habe schon angefangen, das Brett quasi in so eine Art Schindeln zu schneiden. Habe mir dazu hier auf meiner Tischkreissäge auf dem Schiebetisch einen kleinen Anschlag gebaut und am Ende soll das quasi so aussehen. Das heißt, man muss sich vorstellen, hier ungefähr ist das Dach zu Ende. Das heißt, ich werde hier 2 cm überlappend machen, werde dann die unterste Reihe, warte mal, werde also quasi die unterste Reihe erstmal kleben, werde mir hier irgendwie eine Linie anzeichnen. Werdet ihr die dann hintereinander weg draufkleben, in den obersten immer einen Nagel rein, in der Hoffnung, dass ich hier nicht unbedingt auf die Schraube komme. Und dann kommt der nächste oben drauf.
Immer mit 10 cm ist überdeckt, also 10 cm ist frei, der Rest ist überdeckt von dem nächsten. Und dann werde ich hier ein bisschen Kleber drauf machen, hier ein bisschen Kleber drauf machen, das nächste Ding, Nagel rein. Und dann habe ich sozusagen oben bis hoch sozusagen drei Reihen, die ich plane. Und als Abschluss oben werde ich dann nochmal genau so eine Längsleiste wie hier machen. Die liegen hier quasi schon bereit. Die kommen dann also quasi als krönten Abschluss hier nochmal einmal von der und einmal von der Seite drüber. Und dann hoffe ich, bin ich fertig. Übrigens, ich habe ausgerechnet, ich brauche 108 von diesen Teilen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit Schneiden. Ich wollte jetzt aber erst noch was anderes machen und deswegen das kurze Video. Aber ich sag mal, wenn das Dach dann drauf ist, dann bin ich fertig. Ich hatte ja gesagt, ich wollte das Haus vorher hier drauf schrauben. Weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt erst mache. Ich weiß nicht, wie wackelig das dann mit dem Dach ist. Ich glaube, ich mache das jetzt auch erstmal, dass ich erstmal das Haus festschraube. Aber ich kann hier auf der Seite nicht so gut arbeiten wegen der Platte, weil die recht groß ist. Vielleicht, eigentlich macht es keinen Unterschied. Es ist fest genug, wie gesagt, wenn ich habe dann einmal hier so ein, mach die Dinger nicht zu schmal. Ich habe jetzt hier 8 mm gewählt, weil ich vorher, ich hatte 0,5, habe das mal getestet, habe dann auch mal habe dann auch mal einen Nagel reingehauen, der hielt auch bei 0,5, aber es war ist sehr, naja, also hier von der Bruchmöglichkeit her, also es hat mich irgendwie nicht so angetörnt, ja, ich hatte Angst, dass das dann halt irgendwann bricht, deswegen habe ich die jetzt 0,8 gemacht, in der Hoffnung, dass das reicht, es muss jetzt einfach reichen, ne? Und wenn es bricht, so what, dann ist es halt so, ne?